So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Dauli Nachteil und ich darf euch super herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Deliver Us the Moon. Hier auf meinem schönen Channelchen. Oh, Moonman, hope and disappear. When the astronaut uncovered the grave truth behind the desert moon settlements, he finds himself hesitant greener pasture. Okay. Ich bin noch nebenher etwas am Essen, deswegen ist meine Stimme auch ein bisschen anders. What's happened here? Trotz der Bemühungen der WSA, die geistigen und körperlichen Belastungen der Mondkolonisten auf ein akzeptables Maß zu reduzieren, blieben nicht alle Kolonisten von der Bedingung auf dem Mond unberührt. Die Ereignisse in Huygens und die Einsamkeit in Reinhold scheinen Spuren im Verstand der Basisbetreibenden hinterlassen zu haben. Wieso? Wir haben halt hier ein bisschen Bier getrunken, mein Gott. To whoever reads this, find me. I didn't go crazy like these guys, Sarah. Wir hören uns jetzt das gerade an, was hier passiert ist. Ich bin nämlich ja noch am Essen. Irgendwas von Evac Crew 1 oder MacArthur? Nichts. Der Funk ist tot. Was zur Hölle ist da los? Der Strom in den Gleisen ist auch weg. Keine Ahnung, Beeilung. Bringen wir das Helium zur Mondzentrale, bevor MacArthur und die Evakuierten ankommen. Wir trennen uns. Du stellst die Stromversorgung der Bahnstation wieder her und ich suche den Vorsteher, damit wir gemeinsam evakuieren können. Auf geht's. Warte, da ist er. Fenster, 6 Uhr, Kontrollzentrum. Sichtkontakt. Überprüfe du den Zug. Ich kümmere mich hier um. Hm? Während sich die Ereignisse im Copernicus-Außenposten abspielen, erreicht MacArthurs zweite Output-Einsatztruppe die Reinhold-Kraterbasis. Bei der Ankunft stellen sie fest, dass sie anscheinend nicht abreisen können. Die Einschienenbahnstation wurde aus unbekannten Gründen abgeschaltet. Sie können nicht mit der ersten Einsatztruppe kommunizieren und haben nur noch wenig Zeit, um ihre Mission abzuschließen. Aus diesem Grund teilen sie sich auf, um ihr Ziel zu erreichen. Ausgezeichnet. Aufgezeichnet am 22. September 54, 5 Stunden vor dem Blackout. Oh, da kannst du mir sagen, was du willst. Die haben den Blackout verursacht. Deine hier verschulden. Schau dir mir das mal an. Hey! Hey, sieh da! In der Tombow-Anlage gab es eine Fehlfunktion. Evakuierung zur Copernicus-Mondzentrale. Aber der Zug ist zum Stehen gekommen. Wie können wir das Gleis reaktivieren? Wir haben es eilig. Warum sind Sie hier? Haben Sie mich mit diesem Ding beobachtet? Wollen Sie zu den Kuppeln? Bei Huygens hat jeder immer was. Wir sind zu Ihrer Sicherheit hier. Direkter Befehl des Lunarrats. Was soll das denn? Bitte komm! Euer Boss. Mit Arthur. Wie kriegen Sie dich zum Laufen? Hattest du mehr Glück? Immer am Spionieren. Nein, mein Irrer. Ist immer Nacht. Schluss mit den Rätseln, Alter. Wie kommen wir zur Mondzentrale? Wenn die Züge ausgefallen sind, müssen Sie die Käfer nehmen. Die tragen Sie rüber. Wenn Sie es überhaupt aus dem Krater schaffen. Der Sand hier draußen ist rau. Hab viele Käferbeine zerschunden, um drüber zu kommen. Aber einen Weg gibt es. Gab es jedenfalls. Ich kenne ihn. Bin ihn 100 Mal gefahren. Die Rover. Komm wieder rein. Ich hab da was. Bring die Ladung mit. In dem Fall haben sie die Rover genommen. MacArthurs zweite Einsatztrupp findet heraus, dass die Einschienenformation in der Reinhold-Kraterbasis tatkräftig sabotiert wurde. Der Einsatztrupp-Offizier ist besorgt, es rechtzeitig zum geheimen Start von Outboard zurück zur Mondzentrale zu schaffen. Er legt jedoch einen anderen Weg auf der Basis. Während der umherstreibenden Betreiber Verschwörungstheorien über die Huygens-Fehlfunktion und die Lunara vor sich her murmelt, aufzeichnet am 4 Stunden vor dem Blackout. It all goes here. Ich glaube, der MacArthur ist. What are these? Hab ich mich auch schon gefragt. Na, ist klar.
das funktioniert. Interessant. Hm? Hast du was gesehen, Süßer? Die haben sie hier voll rocken lassen, Mann. Was ist das? Habt ihr doch auch das goldene Schimmern da gesehen, ne? Halt, stopp! Nein! Nein! Oh. Scheiße, verkackt. Ah, die Message da. Reinhold Kraterboden. Aha, oh, scheiße. Das funktioniert irgendwie gar nicht. Oh, da kommen wir gar nicht rein. Hab irgendwie Schlechtes im Sinn. Fahren wir mal zu einem anderen Ding. Oh. Diese Schwerkraft hier, herrlich. Oh shit, die Tür ist am Arsch. Und dann muss der Kleine wahrscheinlich unten... Oh. Kleine wahrscheinlich unten durch. Und von der anderen Seite aufmachen. Gut gemacht. Weiß nicht, irgendwo habe ich doch gelesen, der Kronk gibt hier auch irgendwo seine Stimme. Na mach schon. Thank you.
Jetzt muss ich wieder den dicken Laser ausrichten. Was? But why? Ah, der droht umzufallen. Nein! Willst du mich zerwaschen? Da waren drei Leuchten! Aber das Ding weiß schon, wie man spielt, du. Also ganz ehrlich. Licht in der Finsternis, Errungenschaft freigeschalten. Ah, schön. Oh no. Not my Rover. Muss ich alles laufen? Hey Boy, ich bin's, Frank. Also der Roboter hat auch ein bisschen mehr Begeisterung. Oh fuck. Wie praktisch, dass da so eine Spur aus Sauerstoff-Dingern rumliegen.
Oh, Saftsack. Ja, ihm platzen ja nicht sofort die Augen aus dem Kopf, ne? Aber... Muss ich jetzt wieder raus, oder was? So. Ah ja, stimmt ja. They took my map, but only I know the way to the Beatles. Oh Mann. Evac 2 on Evac 1, komm. Wir müssen das Helium per Rover zur Mondzentrale bringen. Den Zug kriegen wir vor der MPT-Abschaltung nicht zum Laufen. Evac 1, komm, hören Sie mich! Verdammt. Worüber lachst du? Zum ersten Mal weiß ich alles. Keine Geheimnisse mehr. Nur ein kleiner Schalter. Sonst brauchte ich nichts weiter. Vergiss ihn. Verschwinden wir von hier. Ich musste wissen, was sie planten. Und jetzt weiß ich es. Nur der Treibstoff. Helium 3. Der Weg hier raus. Wegen dir sitzen wir hier fest. Lass ihn. Er ist es nicht wert. Wir müssen los. Nur... ein kleiner Schalter. Der Rest waren Sie! Du hast keine Ahnung, worauf du dich eingelassen hast. Hast du aufs Spiel jetzt? ASEL-30 nicht Eindämmungsprotokoll aktivieren. Nein! Wir haben einfach umgebracht. Und dann die Leiche weggeschafft, so wie das aussieht. Oh, cool. Bug using. Ich brauche kein... Oh doch, da steht's doch. Wo haben sie denn die Leiche hingebracht? Werden sie ja dann irgendwo hingepflanzt haben. Menschen tun in Notsituationen beschissene Dinge. Wir haben sie erschossen. Aber ist okay. Ich habe alles wieder ins Lot gebracht. Ein Funken Hoffnung. 6 Tage nach dem Blackout. Evakuiert? Nein, 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 das kann nicht sein. Die können nicht einfach weg. Ohne sie stirbt die Kolonie. Und die Erde? Wie können die so verdammt egoistisch sein? Was haben die sich gedacht? Wie können sie nur? Warnung. Tombow-Reaktorstörung. Outward-Protokoll aktiv. Alle Anlagen evakuieren. Ja, ich weiß, dass sie evakuiert haben. Ich weiß! Ich weiß, dass ich allein bin. Tombow-Reaktorkapazität bei 10%. Er läuft noch? Alex, wir müssen los. Das könnte alles ins Lot bringen. Wir können das in Ordnung bringen. Okay. Der Strecke entlang der Pfeiler folgen. Du schaffst es nach Tombow. Du schaffst es, Sarah. Oh, sweet. So, auf nach Tombow. Ich komme, Sarah. Ich finde dich. Bin ich der Rolf? Es war einmal in der Leere.
das war die Stimme jetzt vom Kronk, ja. Der Kronk ist die Rolf-Stimme. Sweet. For the Earth. So, ich würde mal sagen, an dieser Stelle machen wir Feierabend. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein.